Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Gear für den PC. Ich habe ein klein wenig noch gegrindet gehabt, also aufgelevelt gehabt, dadurch ist Lahai jetzt 45 geworden, Edna 38, aber sie schon vorher war, glaube ich nicht. Plane ist auch 45 geworden, Liz ist 48 geworden, war sie glaube ich auch schon vorher, weiß ich gerade nicht. Cynthia ist auf Level 26 jetzt, Bailey ist 40. Flon 30, Ellie ist 33, weil sie glaube ich auch schon vorher, und Hockmeiser ist fast 34. Jennifer ist 35, immer noch, glaube ich immer noch, ich weiß gar nicht mehr, egal. Und ich habe ein sehr lustiges Item bekommen, was ich jetzt nochmal Liz geben werde, weil ich meine Truppen geheilt habe und ich ja diesen dafür ja ab und zu je nachdem wie oft ich die heile ja Dinger Sachen bekomme, und da habe ich halt den Chaos auch bekommen. Und wenn man sich jetzt mal ansieht, SP steigt darauf, wenn ich das jetzt Liz so gebe, von 434 auf 812, Intelligenz steigt auf 622 und Resistenz auf 866. Das ist auch so ein bisschen, okay, gut. Hier wollte ich auch nochmal gucken, ob ich das hier vielleicht nochmal etwas besser, okay. Das wäre ziemlich lustig, aber irgendwie auch dumm. Warehouse. Ich wollte schauen, ob ich für sie nochmal eine bessere Rüstung bekomme. Weil sie braucht definitiv. Magic Vest ist HP. Defense. Das ist zwar eigentlich ganz geil, aber ich weiß nicht, ob ich das so brauche, was die Magic Vest mir gibt. Holy Orb? Oh! Okay, stimmt nach dem Motto. Ja. Resistenz und die SP. Alter Schwede, eine Resistenz von 1000 irgendwas ist schon echt sehr hart. Ich schau mal, was ich hier. Ey, das ist der Weapon Shop. Ich wollte hier schauen, ob ich hier bei Power Jacket, Bushido Armor, Steel Armor. Der hier. Try on. Ja, dadurch sinkt zwar ein Anführungszeichen ein wenig, das meine SP, aber mit 804 habe ich sowieso genug. Dafür steigt meine Verteidigung, was halt. Liz hat's nötig, dass die Verteidigung steigt. Eventuell sollte ich sogar schauen, dass ich die Steel Armor vielleicht auch in der Item World hochpeppel. Hier auch noch. Intelligenz 633 ist in Ordnung. Nehme ich definitiv so mit. Gut. Ich speichere dann sicherheitshalber nochmal direkt. Und dann habe ich, das habe ich ja gerade eben gesehen. Dann werde ich jetzt auch nochmal schauen. Liz, Star Orb. Da war doch noch dieser lustige andere Orb. Wie krank kann das Ding. Was ist mit dem Star Orb mit dem. Holy Orb.
Jupp, das würde zumindest immer noch funktionieren. Alter, ist das eine kranke Resistenz. Egal, ich mach das. Das ist schon irgendwie echt ziemlich krank. Blood Orb, warte mal. Blood Orb könnte ich doch wahrscheinlich in den Holy Orb umtauschen, oder? Der Holy Orb dürfte jetzt hier irgendwo gleich sein, denke ich mir. Ging jetzt da Orb, meine ich. Ja, der verbessert zumindest die ganzen Sachen. Wenn das auch nicht so den großen Unterschied macht, es macht einen Unterschied, allein das reicht mir aus. Um das zu machen. Ja, okay, das ist mir relativ schnuppe. Alter, aber das ist schon echt ziemlich krass mit 1064 Resistenz, ey. Magie leckt mich am Arsch, ich kann... nach dem Motto, Magie kann mich mal... Oh, aber interessant. Beldi hat nur 4 Verteidigung mehr, okay. Sie hat auch 729 Leben, wogegen Liz halt nur 469 hat, aber... Details. Warte mal, wie viel Verteidigung hatte nochmal? 316, ein bisschen mehr Defense, ein bisschen. Ich sollte echt schauen, dass ich Liz Defense irgendwie noch hochbekomme. Weil ansonsten... Sie ist mega gut, aber sie stirbt mir ansonsten eventuell viel zu schnell weg. Gut, nochmal. Getweetet, jupp. Ich kann da ein bisschen was auffüllen. Safe. Nap, den hier. Und ich wollte eventuell dann auch beim nächsten, zur nächsten Aufnahme mal schauen, dass ich, Lahals Dark Rosary. Equip. Dass ich halt das Dark Rosary von Lahal mal upgrade. Das wäre vielleicht ganz cool. Ich schaue einfach mal durch, ob es hier irgendwas gibt, was dem irgendwie nahe kommt. King Orb ist nein. Ich denke nicht, dass ich hier irgendwas habe, was da mit dem Dark Rosary derzeit mithalten kann in dem Bereich. Nope. Gut, den Dark Rosary würde ich dann wahrscheinlich zur nächsten Folge auch nochmal upgraden. Das dürfte allgemein dann noch gut Lahal was geben. Gut, aber jetzt wollte ich ja erstmal... Alter, 8 Minuten und wir haben eigentlich noch nichts gemacht. Gut. Forest of the Dead. Ghostly Whisper. Mal sehen, ob wir das packen können. Hey, Gordon. Could that challenge have been written by Curtis? Curtis? Now that you mention it, you might be right. Who is this Curtis? Curtis is the other defender of Earth. The other defender of Earth? There's more than one of them? No, the true defender of Earth is Gordon. Curtis calls himself the defender of Earth and tries to steal work from under us. But as much as I hate to admit it, he has managed to save the Earth on a few occasions. That's why you could say that there are two defenders of Earth right now. Sounds complicated. It worked out fine in the end, since one has become the slayer of the Netherworld. Worked out fine? This is not fine! I work for the Earth, not the Netherworld! Zovolot, I finally found you. Today I will fulfill my sworn duty, but first I will test your strength. I'm counting on you, my friends. Okay. I sense something nearby. Beep beep, blip beep, unknown biohindrance detected. Also biorhythms detected. Danger, danger, danger. Okay. What the? Was ist das denn hier für ein Spaß? Ah, Experience. Okay. Ich denke, da mache ich mal Windmagie drauf, aber
Okay. Nur mal um zu schauen, was... Dich kann ich da hinstellen, beispielsweise. Du kannst da Cosmic Arrow drauf machen, gut. Lahal, dich kann ich hier hinstellen. Du hast doch auch irgendeinen Angriff, der da... Nein, hier nicht. Overlord's Wrath, war das der? Hast du nichts, was da direkt so alles... War doch Winged Slayer. Gut. Dann mache ich mal erstmal die beiden Execute. Okay, das ist doch schon mal ganz nett. So, Liz, du machst einfach mal Spaß. Mega Wind kann. Ja. Das dürfte reichen, um die wahrscheinlich alle zu killen. Oder nicht. Wow, Level Up damit direkt. Nicht schlecht. Warte mal. Okay, aber sie war vorher auf 48. Gut, das ist dann in Ordnung. War gerade etwas verwundert, so, ist das jetzt wirklich richtig so? Aber ja, passt. Dich stelle ich mal dahin. Du machst Lion's Roar. Ich habe so das Gefühl, dass das hier ein bisschen XP geben wird, diese Aktion hier. Okay. Das war ein bisschen weniger als erhofft und erwartet. Gut, dich packe ich mal dahin. Vielleicht einen weiter hinten. Gut. Holy Arrows. Obwohl, das reicht wahrscheinlich nicht, um die zu killen. Nee, leider nicht. Fuck. Ellie. Na komm, ja. Damit hast du wenigstens ein Level ab. okay. Warte mal, hast du denn einen Angriff, womit du... Aber okay, das funktioniert, also hey, mach ich's einfach mal. Damit hat er auch definitiv das Level ab, also. Also, why not? Gut, ich hab noch Edna. Ja, das wäre suboptimal. Avalanche, Penny Raid. Mach ich einfach mal dahin. Vielleicht kann ich noch das patchen, okay. Ich bin jetzt gerade so am überlegen, aber ich... Ich hätte vielleicht Penny Raid eher auf den hier machen sollen. Und dann... Weil das hier werde ich jetzt einfach machen, weil das halt die kluge Wahl ist. Ah, kack. Ich hätte auch einen weiteren links packen können, dann wäre... Dann wäre der nicht getroffen worden, aber hat halt Pech, ja. Okay, der hat überlebt. Interessant, gut. Okay, in dem Falle... Zwei haben überlebt, boah. Hey, das ist fies. Aua! Arschgeige. Der ist tot, gut. So, 1500, aha. 9000. Also, ich habe das Gefühl, dass dieses Level hier gerade, was ich gerade mache, sehr gut zum Grinden geeignet ist.
ich mach mal wieder den. Dann durch. Hey, Edna bekommt auch durch Lebenspunkte, der ist tot und wahrscheinlich. Ja, das Level Up habe ich auch noch bekommen. Gut. Welcome to the Netherworld Hospital. Get treated. Yup. Nur mal kurz, um zu checken. Lahal ist jetzt bei 9000. Ist in Ordnung. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Edna ist bei 38, aber 942, okay. Das ist auch nicht so schlecht. Planer ist 45, Liz ist bei 49. Hey, sie hat eine Verteidigung von über 100 jetzt. Defense von 101. Das ist doch schon mal etwas. SP von 991. Ey, alter Schwede, ist das krank. Sind ja. Tempelt auf 26 rum. Sie kann heilen. Also. Baldi ist 41 jetzt. Ist nicht so scheiße. Flon 30. Ellie 4. Stimmt, sie hatte ja eben noch ein Level Up. Der ist jetzt auf 34. Hockmeiser ist auf 34. Jennifer 35. Mhm. Gut. Ich speichere mal. Und ich gehe jetzt nicht ins nächste Ding, denn ich möchte noch Summon Assembly. Rein aufs Interesse. Influence 300. Wow. Influence 1200, also okay. More expensive stuff, frage ich dann mal mit ihr nach. Also wenn sie eine Influence von 1200 hat, wahrscheinlich weil sie einfach niedlich ist sozusagen, deshalb in favor of. Either way, total support. Either way, leaning yes, in favor of. Oh, der 266, also das würde mich freuen, wenn der total support, in favor of, leaning yes. 24, in favor of, leaning yes, either way, total support, in favor of, either way, in favor of, in favor of, in favor of. Hoffen wir mal, dass die. Okay, das dürfte jetzt durchkommen, hoffe ich doch mal. Juhu! Work Pencil Stuff has been approved. Das heißt, ich habe jetzt noch teure Sachen, die ich kaufen kann. Einmal schauen, Fist of Fury, okay. Wow. Das sieht mir nach. Ganz nett aus. Gut, Longsword. Ist nicht so optimal. Forgetful Spear klingt auch gut. Venomous Spear hatte ich glaube ich schon, egal. Ah ne, ich hatte Poisonous Spear. Warte mal, das möchte ich einfach mal. Boah. Aktuellen. Nicht so ein großer Unterschied, aber ich kann den ja mal kaufen. Forgetful Stuff, Elven Stuff. Okay. Dadurch würde halt die Lebenspunkte gerade runtergehen. Ich nehme die einfach mal mit. Ich habe das Geld ja gerade dafür. Spezial Damage plus 11. Ich schaue einfach mal, wie das. Okay, HP geht dabei, will dabei gerade aktuell runtergehen. Und Spezial Damage auch. Hit auch. Aber ich kann die ja noch upgraden. Deshalb ich den einfach mal mitnehme. Und das interessiert mich jetzt einfach mal. Hallo, Planer. Planer?
da. Obwohl? Ah ne, das ist sowieso eigentlich mehr jetzt. Ach komm, einfach mal mitnehmen. Wer weiß, vielleicht bringt das ja Customer Rank ab. Juhu. Gut. Was gibt es jetzt an Verteidigungsdingern nochmal? Noch schönes Neues. Okay. Lustig. Steel Armor. Also, Furcourt Candygone. Also Dandygone. Okay. Das ist eigentlich sehr gut. Intelligenz, Resistance. Also, eigentlich sind sie. Die nehme ich mal beide mit. Okay, und die anderen Sachen sind da bisher nicht so interessantes dabei. Gut, ich habe ein bisschen was da jetzt rein investiert, aber hey. Gut. Ich habe so das Gefühl, dass ich da ein paar Sachen noch upgraden kann zur nächsten Folge. Dadurch, dass wir jetzt bei 21 Minuten sind, fange ich jetzt ordentlich mit dem nächsten Ding an. Wie gesagt, ich denke, dass ich bis zur nächsten Folge mal ein paar Upgrades in der Item World vornehmen werde. Auch in Bezug darauf, dass ich halt hoffe, dass ich die Verteidigung von Liz etwas weiter hochbekomme. Weil das ist tatsächlich ihr wirkliches Problem, das sie derzeit hat. Ansonsten ist ja halt echt. Also Resistenz, Zauber sind bei ihr quasi komplett nutzlos, wenn du auf sie Zauber anwendest. Das macht keinen Schaden mit einer Resistenz von 1069. Das zu überbieten, das ist eine Herausforderung. Und sie hat halt wenig Lebenspunkte, aber ja. Dafür ist sie halt auf physischen Schaden suboptimal. Gut. Und ich möchte halt von Lahal eine Möglichkeit auch das Dark Rosary noch ein bisschen hochpushen. Das dürften allgemein seine Werte nochmal steigern. Also das ist das, was ich zumindest als Plan habe zur nächsten Folge. Ob ich das tatsächlich umgesetzt bekomme, werdet ihr bei der nächsten Folge sehen. Wir haben hier jetzt auch wieder ein Level bekommen, wo man oder zumindest ein Areal, Kampfareal, so ein Ding bekommen, wo man offenbar sehr, sehr gut grinden kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass da definitiv noch ein paar Level jetzt kommen werden zur nächsten Folge und der Kampf eben, da war ja auch nicht wirklich herausfordernd. Also ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.